Moin Leute und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin der Syrakus und wir spielen Crusader Kings 3. Das ist meine zweite Let's Play-Reihe und wir sind im dritten Teil dieser Reihe. Wir spielen den Grafen von Dithmarschen. Wir haben in den letzten beiden Folgen den historischen und Rollenspiel-Aspekt betreffenden Kontext abgesteckt. Geschichte quasi hier aufgebaut und uns tiefer in den Grafen Rimbert hineinversetzt, um ja und ganz genau die weiteren Vorgehensweisen und seine Motive zu durchleuchten, was hier genau jetzt so weiter passieren wird. In der letzten Folge haben wir außerdem uns auch ein bisschen seinen Rat und einige seiner Vasallen hier im Reich schon angesehen. Und auch seinen Lebenswandel genauer festgelegt und hatten uns jetzt auf den Lebenswandel der Pflicht geeinigt. Jetzt gab es eigentlich vorerst nur ja, zwei größere Aspekte, die auf jeden Fall wichtig sind, dass wir sie hier angehen und die das Spiel uns auch vorschlägt. Und da wäre einmal nämlich der Aspekt, dass wir noch nicht verheiratet sind. Wir haben noch kein Dynastie. Nachkommen, das heißt im Moment würde, gesetzt im Fall Graf Rimbert wird vom Blitz erschlagen, das Spiel zu Ende sein. Das wollen wir natürlich weder hoffen, noch wollen wir das akzeptieren. Da werden wir Handlungen durchführen. Ich habe da auch schon ein paar Sachen vorbereitet. Außerdem haben wir noch einen größeren Punkt, nämlich Besitztümer von der falschen Art. Das müssen wir auch noch versuchen zu lösen. Kommen wir aber erstmal auf die freudigen Aspekte des Spiels zurück, und zwar Heirat. Ja, wir wollen Graf Rimbert natürlich verheiraten. Und da habe ich mich, ja, ein wenig, ja, habe ich ein wenig hier recherchiert, habe mich ein bisschen hineinversetzt in Rimbert. Was für eine Frau würde dieser Mann jetzt eigentlich nehmen? Sucht er jetzt schon die großen Bündnispartner, sucht er Bündnisheiraten, um ja, später groß vorzugehen oder. Was für eine Frau würde ein Mann, der irgendwo aus von seinen holländischen Wurzeln gerissen wurde und hier jetzt herrschen soll, unter den Sachsen, ja, was für eine Frau würde so ein Mann nehmen? Und ich hatte mir da einige rausgesucht. Es gab einige Kandidaten. Ihr seht, es sind 737 Charaktere theoretisch zur Auswahl. Ich habe in den Spieleinstellungen, das hatte ich glaube ich bislang auch noch gar nicht erwähnt, die diplomatische Reichweite weiter beschränkt. Ich wollte nicht so ja, unrealistisch weite Benachrichtigungen haben. Also, was interessiert es hier in Dithmarschen, wenn irgendwo im Kiewer Rus etwas passiert? Erstmal noch nicht. Das kann später natürlich gerne noch kommen, aber noch ist das unwichtig, was in Afrika oder im Arabischen Reich passiert. Das interessiert den Graf Rimbert von Dithmarschen nicht. Und genau darum hatte ich die diplomatische Reichweite in den Spieleinstellungen reduziert, ebenso wie ich ja die Bekehrungs- und die Kulturbekehrungsrate noch reduziert habe. Ich habe sie auf langsamer gestellt, das spricht alles, was wir hier versuchen zu bekehren oder Kultur zu fördern. Dauert doppelt so lange wie normalerweise in der Standardeinstellung. Und das bedeutet, aus dem spielerischen Aspekt, aus dem Rollenspielaspekt, wir können trotzdem sofort einfach anfangen, Bekehrungen durchzuführen, ohne zu sagen, wow, innerhalb von 4 Jahren ist jetzt quasi ein ganzer Landstrich vom Slawentum zum Katholizismus übergetreten. Das ist einfach irgendwie unrealistisch, nicht ernsthaft so. Würden wir jetzt aber sagen, ein religiöser Eiferer wie Graf Rimbert würde jetzt eher warten, damit wir sagen, ja, wir haben erst 20, 30 Jahre hier regiert und erst jetzt fangen wir an zu bekehren, wird es ja auch wieder nicht passen, denn er würde natürlich sofort anfangen zu bekehren. Er möchte natürlich, dass hier Katholizismus vorherrscht. Darum habe ich das Ganze verlangsamt, so dass wir einfach sagen können, ein solcher Charakter würde sofort anfangen zu bekehren, aber es würde einfach wesentlich länger dauern.
Das hatte einfach diesen Hintergrund, diese Bewandtnis, warum ich das gemacht habe. Wieder zurück zur Heirat, zur Frau, die wir suchen. Und zwar hatte ich dann hier in den Einstellungen, kann man ja einiges eingrenzen, hatte ich das Höchstalter natürlich erstmal auf 35 gesetzt. Wesentlich älter sollte diese Frau nicht sein, denn natürlich erwarten wir auch noch Kinder. Im besten Fall ist sie natürlich noch einiges jünger. Ja, so war das halt damals. Sie sollte natürlich erwachsen sein. Somit fallen direkt, ihr seht das hier immer weiter, mehr Charaktere aus. Sie sollte gesund sein. Wieder verlieren wir einiges an Charakteren. Sie sollte so ungefähr irgendwie die zentralgermanische Gruppe gehören, denn wir suchen natürlich eine Frau. Und darum habe ich das Ganze natürlich auch weiter eingegrenzt von der diplomatischen Reichweite, die hier irgendwo aus der Ecke kommt. Wir müssen die ja auch kennen. Das braucht ja irgendein, das muss ja geschichtlich auch passen in den ganzen Rollenspielaspekt. Darum natürlich zentralgermanisch. Und ihr seht, bums, da fallen noch eine ganze Menge Reihe Leute weg. Wir sind schon nur noch bei 151. Unsere Religion soll natürlich Katholizismus. Wir sind ein religiöser Eiferer. Wir wollen auch eine katholische Frau. So. Hier gab es keine weiteren Eingrenzungen. Wir sehen jetzt hier mittlerweile 151 mögliche, ja, Bewerberinnen auf eine Heirat mit uns. Weitere Aspekte wollte ich hier jetzt eigentlich noch nicht machen, denn wir sind ein junger Graf. Wir sind hier, also nicht vom Alter her, aber von der Art, wie lange wir jetzt hier schon regieren. In der Theorie haben wir Dithmarschen 860 erhalten, 865 die anderen drei Titel dann da auch dazu. Das heißt, hier waren erstmal 5 Jahre lang eigentlich nur Kämpfe, Feldzüge. Hier gab es noch nicht wirklich Verwaltung, hier wurde noch nicht regiert. Auch wenn er diese Grafschaft Dithmarschen schon bekommen hatte. So zumindest rollenspieltechnisch. Immer rollenspieltechnisch das Ganze irgendwie bedenken. Das heißt, wir sind vielleicht jetzt erst wirklich so 1, 2 Jahre dabei, hier wirklich ja zu herrschen und Strukturen zu schaffen. Und deswegen brauchen wir natürlich auch irgendwie Leute aus diesem Bereich. Ein Bündnis wäre natürlich toll, wenn es so etwas gäbe. Ich habe mich dann auch noch ein bisschen weiter umgeschaut und habe überlegt, wie können wir das Ganze noch weiter eingrenzen, was für Frauen würde Rimbert wohl auch attraktiv finden. Und ich habe mir hier gedacht, da wir ja gesagt haben, dass einer seiner Eigenschaften hier für ihn wirklich speziell und essentiell auch wichtig ist, quasi sein Standbein, sein Fixpunkt, seine Wurzel, die er sich immer behält, die Beständigkeit, die er in seinem Leben hat, diesen religiösen Eifer. Darum hatte ich hier dann auch noch nach religiösem Eifer rangesucht. Und da waren es dann direkt schon nur noch 14. Ihr seht, also so konnte man, wenn man das Ganze versucht irgendwie zu reduzieren und zu schauen, wen man da nehmen möchte, sehr schnell den Kreis enger ziehen. Jetzt haben wir also nur noch 14 Bewerberinnen. Und ich habe ja gesagt, ich möchte Leute hier irgendwo aus dieser Ecke haben. Das heißt, wir hovern hier immer so rüber und schauen mal, wo die sich befinden. Hier sehen wir zum Beispiel, die Hämmer befindet sich in Friaul. Das ist relativ weit unten Oberitalien oder Richtung Steiermark. Irgendwo da in der Ecke war das, glaube ich, Graz, Alpsee. Das ist, ja, Münster geht noch, aber auch das ist relativ weit weg. Wenn wir uns das hier mal anschauen, wie gesagt, hier ist unsere Grenze, hier ist Münster, wir haben hier gelebt, haben uns wahrscheinlich hier größtenteils dann irgendwann aufgehalten in diesen Gebieten und sind jetzt eigentlich hier gewesen. Das heißt, woher eine Frau aus Münster? Und so habe ich das immer weiter eingegrenzt. Ich will euch das jetzt gar nicht so genau nachklabüsern, nur einmal so beispielhaft, dass ihr wisst, wie ich das Ganze eingegrenzt habe. Und ich hatte mich eingrenzen können auf drei Personen, und zwar zwei Echters oder Echtes und eine Mathilde. Echte hier, 27, ist eine religiöse Eiferin, danach hatten wir gesucht und kommt aus Zutphen. Zutphen, hier halt auch Holland in der Nähe von Geldern. Das ist einfach ein Aspekt, wo ich sagte, ja, könnte passiert sein, dass er
echte kennengelernt hat oder jemanden kennt, der halt echte kennt. Die zweite echte, 25, kommt aus Zeeland. Zeeland gehört immerhin hier zum Herzogtum von Holland, also diesem, ja, Herzog Rurik, dem wir so lange gedient haben. Und auch daher wieder die Möglichkeit vielleicht, dass er diese Person gekannt hat. Als letzte, und natürlich das Beste kommt zum Schluss, habe ich Mathilde ausgemacht. Mathilde war auch religiöse Eiferin, ganz klar. Sie ist geduldig, was vielleicht ganz in Ordnung ist, arrogant. Ja, sie bringt halt eine gewisse Stärke mit, hätte ich gesagt. Sie lässt sich nicht so einfach unterjochen, wie es vielleicht Frauen geringeren Standes damals auch ganz gerne, was heißt ganz gerne, wie es ihnen halt geschehen ist. Der wichtigste Aspekt, sie ist in Geldern. Sie kommt also aus der Region, in der Rimbert selbst aufgewachsen, groß geworden ist. Er hat sie natürlich nicht persönlich gekannt, aber ich denke, Rimbert gehörte ja zu einer Art, ja, Eliteklasse, einer Mündelgruppe, die hier vom Rurik festgenommen wurde und die ihm dienen musste, die seine Kultur lernen sollte und anknüpfen sollte, Verlinkungen schaffen sollte zwischen den beiden Kulturen, nordischer und holländischer Menschen in dieser Region. Und es kann ja gut sein, dass, ja, Mathilde vielleicht die Schwester oder Nichte eines Mannes ist unter Rimberts Befolgen, der diese Mathilde vielleicht auch zeitweise ja, mit dabei hatte. Denn natürlich sind hier oben nicht nur Soldaten hingekommen. Nein, es war ja das, mal die Absicht, das ganze Land hier zu besetzen, zu besiedeln. Und da waren vielleicht auch Familienmitglieder dabei und eben auch Mathilde. Mathilde ist jetzt gerade, ja gut, sie ist jetzt hier in Geldern, aber wir können ja auch sagen, sie kam aus Geldern und ist bereits hier und wird jetzt halt vorgeschlagen von einem seiner ehemaligen, ja, Kampfgefährten zur Frau genommen zu werden. Und Rimbert, ja, schaut sich Mathilde an. Sie ist 19 Jahre, verspricht also noch reichlich Nachwuchs ihm zu gebären. Sie ist eine religiöse Eiferin und teilt seine Leidenschaft dem Katholizismus. Sie ist außerdem eine Holländerin. Und so finde ich das Ganze doch echt sehr passend eigentlich, um zu sagen, das ist die erste Frau, die unser erster Graf in unserem Let's Play hier heiraten wird. Ich hoffe, ihr konntet das Ganze so nachvollziehen und seht das ebenso wie ich. Ich fand das eigentlich eine ganz gute Wahl und darum wird jetzt hier eine Hochzeit zelebriert. Die gute Mathilde wird unseren Rimbert heiraten. Nachteil, den man im Spiel vielleicht nicht unbedingt dann tut, wir werden jetzt hier 100 Prestige einbüßen. Mathilde erhält 300. Das soll uns jetzt aber einmal egal sein. Wir werden sie einladen zu uns und diese Hochzeit wird vollzogen werden, Vollschlag abschicken. Und damit hätten wir einen wichtigen Aspekt, einen großen Schritt im Spielgeschehen natürlich auch erledigt. Die Charaktere hier werden wir jetzt erstmal weiter ausblenden. Ich habe hier noch einige weitere Charaktere, denn etwas, was ich am Anfang auch immer gerne tue und was vielleicht jetzt gerade im Zuge des Beginns einer richtigen Herrschaft hier von Graf Rimbert bestimmt nicht unwahrscheinlich ist. Und in der Geschichte auch oft so zelebriert wurde, sind ja Massenhochzeiten. Ne? Wie im großen Stil von Alexander dem Großen, der ja auch große Massenhochzeiten für seine Hetären, für seine Gefolgsleute, für seine Ritter und seine Anhänger halt durchführte, um sie sich ja gefällig immer zu machen, um sie bei Laune zu halten und ihnen Danke zu sagen. Und so würde ich es auch sagen. Wir haben hier einige Höflinge jetzt am neuen Hofe, den Rimbert hier frisch, ja, versucht zu besiedeln und auszubauen. Hier muss er lernen, sich heimisch zu fühlen und Wurzeln, neue Wurzeln zu schlagen. Und da hatten wir am Anfang, ich tue das halt auch, ob ich jetzt rollenspielerisch spiele oder versuche auf Effizienz zu gehen,
Am schnellsten kommt man am Anfang einfach zu guten Soldaten, Rittern, wenn man seine weiblichen Höflinge versucht, jetzt hier einfach mal ein bisschen zu verheiraten. Denn am Anfang, jetzt ne, ein bisschen Off-Roleplay, wir haben 5 Ritter. Mehr haben wir auch immer nicht zur Auswahl. Und da stecken jetzt halt auch die ganzen Ratsverwalter, die ganzen Ratsmitglieder mit drinne. Haben wir gute und wir haben zurzeit tatsächlich gar nicht mal für den Staat so schlechte Ratsmitglieder. Ich meine, 10, okay, geht noch einigermaßen, aber Baron Ambrose beispielsweise mit 14, das ist schon gut. Ne? Sagt das Spiel auch. Gut, guter Wert. 12 ist in Ordnung, kann man durchaus erstmal so nehmen. Und die möchten wir natürlich nicht in unseren ersten Feldzügen direkt verheizen, vielleicht dann zur Auswahl nur noch sehr schlechte Ratsmitglieder haben. Und hier also, um an Ritter zu kommen, an Gefolgsleute, das ihm treu ergeben ist, ja, Massenhochzeiten. Und da bieten sich natürlich am Anfang Frauen am Hofe an, die dort leben. Frauen, die hier zu dienen haben, deren Familien hier dienen. Und für die es auch eine Ehre ist, hier jetzt zukünftige Ritter am Hofe ihres neuen Grafen zu ehelichen. Und auch da habe ich mich natürlich ein bisschen umgesehen. Wir haben hier bei uns derzeit 3 Damen, die verheiratet werden können. Frederuna, Tiet Burger und Regenlind. Nach dem gleichen Muster wie eben auch bei unserem Graf Rimbert habe ich hier die Suche nach und nach eingegrenzt. Habe neben einigen unserer Leute am Hofe, Heidecke, Johann und Wittikind, noch 3 weitere Leute in näherer Umgebung ausfindig gemacht, die ich nicht unattraktiv finde, zu ja, verheiraten oder an unseren Hof einheiraten zu lassen. Wir haben hier den Wittikind, ein ja, Sächsischer aus Geldern. Und hier hatte ich mir die Geschichte zu einhören, dass Wittikind ein Sachse ja, aus Geldern. Was macht dieser Sachse da in Geldern? Wir haben noch einen anderen Sachsen an unserem Hof, nämlich den Johann. Alle anderen, oder viele sind ja auch holländischer Herkunft, außer jetzt hier die Frauen, die kommen ja nun mal hier aus der Region. Wir haben hier noch einen Sachsen, nämlich den guten Johann. Und ihn haben wir ja auserkoren zu sagen, seine Geschichte beginnt auch in Geldern. Er kam auch irgendwann in dieses Gefolge und zog mit Rimbert hier umher und hat ja dann seinen Bruder Wittikind natürlich hinterhergezogen. Ja, Wittikind, also der Bruder von Johann, beide sind halt im Moment noch von ihrer Geburt kein Stand, also unwichtige Charaktere eigentlich. Aber so dachte ich, das ist irgendwie interessant, das so zu verknüpfen. So am Anfang halt, wo man noch viel Zeit hat für solche kleinen Geschichten im Hofe. Ich hoffe, ihr konntet da mir soweit folgen. Wittikind möchte ich ganz gerne einheiraten lassen. Wir müssen jetzt allerdings ein bisschen aufpassen. 2 der Charaktere, Cord und Libitzo, so wird es glaube ich ausgesprochen oder ist eine mögliche Aussprache dieses Namens, sind nicht für alle Höflinge eine mögliche Heiratswahl. Ich glaube, während Frederuna, weil sie halt auch schon 30 ist, nicht mehr so viele Heiratsannahmen kriegt, halten Tiet Burger und Regenlind, beide sind gerade mal 18 Jahre alt, mehr Möglichkeiten. Deswegen, diese beiden Charaktere können an die anderen beiden Damen fallen. Wittikind jetzt jedoch wird verheiratet. Und zwar müssen wir jetzt natürlich erst einmal die Suchsachen hier wieder zurücksetzen, um die richtigen Charaktere angezeigt zu bekommen. Mit Frederuna. Frederuna, Wittikind, die beiden werden in den Bund der Ehe eingehen. Da er im Moment wandernd ist, kommt er auch auf jeden Fall hierher. Wir müssen also nicht darauf achten, dass wir matrilineal ankreuzen. Vorschlag abschicken. Kort, ebenso aus Geldern. Ach, jetzt habe ich eben Quatsch erzählt. Stimmt, ich hatte eigentlich nämlich gesagt, dass Kort. Nein, stimmt gar nicht. Entschuldigung, zurück. Kort war 34, genau. Dass Kort
auch ein Mündel war, ebenso wie Rimbert. Die passten vom Alter her ungefähr zusammen. Ne? Unser Herrscher 37, Kord 34. Jetzt gerade in Geldern, aber wir können einfach mal festlegen, vielleicht war er gerade unterwegs oder er kommt halt einfach aus Geldern. So legen wir es am Anfang mal fest. Ein langjähriger Gefährte von ihm, ja, ein feiger Mitläufer, aber er teilt auch diese Sprunghaftigkeit, ne? Also diese Anpassungsfähigkeit. Da sehen wir schon wieder eine Übereinkunft und das fand ich auch hier wieder einfach ganz passend. Und darum würde ich sagen, wir verheiraten Kord jetzt mit einer weiteren an unserem Hofe. Heirat arrangieren. So, und zwar Regenlind oder Tietburger sind noch offen. Wenn wir mal schauen, gibt es hier irgendwelche Übereinstimmungen in den Eigenschaften, was die beiden angeht? Nein. Dann wildes hin und her. Wir stoppen Tietburger. Kord und Tietburger werden jetzt also heiraten. Auch er ist wandernd und landlos. Zwar hier derzeit im Grafen unterwegs, aber er besucht den Hof ja nur. Das heißt, er wird auf jeden Fall zu uns kommen. Wir schicken diesen Vorschlag auch ab. Letzter Vorschlag, den wir noch machen müssen, ist Libizo. Hier hat er mir auch eine Geschichte überlegt. Er ist im Moment im Wölpe ein sächsischer Unterhändler. So hätte ich es jetzt gesagt. Er ist nicht unfähig in diplomatischen Dienst. Aber ich denke mal, dass er hier so ein wenig der Bote war, um die verschiedenen Aufträge, die verschiedenen Verträge hin und her zu bringen vom Herzog Otto, derzeit ja hier auch am Hofe bei ihm, um ja Sachen unter Dach und Fach zu bringen. So hat er sich verdient gemacht zwischen den beiden Männern und unser Herzog Otto willigt ein, dass eine junge Frau in unserem Hofe Libizo aus Dankbarkeit zur Frau gegeben wird und er an unserem Hofe zieht. Achso, natürlich. So. Heirat arrangieren. Letzte Frau Regenlind steht hier zur Auswahl. Wir schicken auch hier wieder den Vorschlag ab. So habe ich jetzt versucht, das Ganze halt auch so ein bisschen geschichtlich irgendwie einzubinden in den Contest. Ihr seht, die drei Charaktere hatte ich halt auch angepinnt, denn auch sie wären natürlich möglich gewesen zu verheiraten. Sie sind aber auch schon in unserem Hof. Ich denke, wir werden auch für diese Männer noch bei Zeiten Frauen finden, sofern sie sich vielleicht verdient gemacht haben. Vielleicht aber auch einfach beim nächsten größeren Ereignis. Für den Beginn reicht das vielleicht erstmal. Wir schauen mal, wie sich das Spiel so weiterentwickelt. So. Soweit diese Sache. Wir entpinnen mal diese drei Männer und behalten die mal noch im Hinterkopf, damit wir sie nicht vergessen. Letzter Punkt ist jetzt noch Besitztümer von der falschen Art, Hamburg-Bremen. Das Spiel ist halt so gestartet, dass wir im Moment ein Grafen sind und Grafen können nur Baronien halten und keine Städte und keine Bistümer. Wie löst man solche Probleme? Und zwar kann man immer von einer Domäne, wenn sie mehrere Besitztümer hat, den Gemeindesitz verändern. Hat beispielsweise jetzt hier Bremen nicht nur ein Bistum, sondern auch eine Baronie, hier Baronie werden, können wir sagen, dass der aktuelle Gemeindesitz von Bremen überwechseln soll nach Verden. Dann wäre auch hier eine Krone, die wir anklicken können. Daraufhin wäre hier der Hauptsitz und das wäre der Haupttitel dieser Gemeinde. Wenn wir die selbst innehaben, ändert das natürlich dann den Besitztumstypen und somit wäre das wieder akzeptabel. Problem der Zeit, hier in Bremen, im Bistum, in der Baronie Verden sitzt einer unserer Vasallen. Den könnte man theoretisch natürlich das Ganze entziehen und selber den Titel uns vereinnahmen. Aber wir haben natürlich noch eine sehr geringe Lehnsautorität. Autonome Vasallen, wir können keine Vasallen einkerkern, wir können ihnen keine Titel entziehen. Das können wir erst ab 2. Und dazu brauchen wir die holländische Kultur noch die Plenarversammlung. Die muss erst noch entdeckt werden. Sprich, das können wir im Moment noch nicht. Das ist ein weiteres, noch geringeres Problem
Das senkt natürlich unsere Einnahmen, die wir durch Bremen haben, ebenso wie durch Hamburg. Hier ist das Problem natürlich ebenfalls gegeben. Hier ist es sogar noch so, dass wir keine weitere Baronie überhaupt zur Auswahl haben. Das Gute ist, und ich glaube, das würde ich noch euch in diesem Video, in diesem Part zeigen, wenn wir hier einen neuen Besitztum errichten möchten, eine Burg, so seht ihr, können wir das tatsächlich, denn die sächsische Kultur hat die Innovation Motte bereits erkundet. Das heißt, uns fehlt nur Gold im Moment. 400 brauchen wir, es dauert 5 Jahre, das zu bauen. 374 Gold fehlt uns also noch, um hier eine weitere Burg zu errichten. Warum ist jetzt hier die sächsische Kultur ausschlaggebend? Weil hier in der Region die sächsische Kultur vorherrscht. Wäre jetzt hier eine andere Kultur vorherrschend, ne, also sie hat nichts mit unserer Kultur zu haben, wäre hier eine andere Kultur, würde hier natürlich auch andere Kulturfortschritt zählen. Was mich halt jetzt noch zum letzten Punkt in diesem Part bringt, also wie gesagt, im Moment können wir unsere Besitztümer hier noch nicht wechseln. Wir haben aber Pläne, wie wir es können. Werden natürlich dementsprechend auch nicht jetzt irgendwie Sachen abgeben, nur damit das irgendwie jetzt vom Spiel dann halt wieder passt. Denn Rollenspielaspekt mäßig würden wir jetzt halt einfach sagen, dann ist das halt so, ne? Wir halten aber diese Gebiete, das ist uns überschrieben worden und solange es halt nicht anders geht, dann läuft das halt so ab. Möchte ich gerade noch einen Blick auf unsere eigene Kultur und unseren eigenen Kulturfortschritte zeigen und so ein paar eigenen Sachen, dass wir sehen, derzeit beispielsweise wichtig für uns, dass wir gepanzertes Fußvolk ausheben können. Das kann unser Lehnsherr, der ja sächsischer Kultur ist, derzeit noch nicht. Das haben die noch nicht entwickelt. Aber sie haben die Motten und die Kasernen. Das ist ebenso wichtig hier in dieser Region gerade. Das bedeutet, dass wir sehr schnell eigentlich unsere Befestigungen, unsere Domänen ausbauen können. Das sind wichtige Forschungspunkte, die gesetzt sein müssen, um hier den Ausbau, den Fortschritt gerade militärischer Gebäude auch zu beschleunigen. Soweit ein kurzer Ausflug in den Bereich Kultur. Wir schauen da später auch immer wieder mal rein. Auch wenn sich hier was ändern sollte. Ne, jederzeit könnte es natürlich auch zu einer Entscheidung kommen, dass wir genötigt sind, zur örtlichen Kultur zu konvertieren. Etwas, was Rimbert vielleicht tun würde, da er ja nun mal sehr flexibel und anpassungsfähig ist, aber vielleicht nur so als letzten Ausweg. Natürlich möchte er irgendwie versuchen, seine Wurzeln zu wahren, auch wenn definitiv für ihn in der Rangordnung die Religion noch über seiner Kultur steht. So weit zu allen Problemen und ja, Dingen, die man am Anfang erstmal so lösen muss. Ich hätte natürlich gerne noch jetzt das Spiel gestartet, aber wir sind auch schon wieder bei einiger Zeit und ich möchte wirklich versuchen, die Parts unter 30 Minuten zu halten. Das ist oft doch spürbar zu lang gewesen im ersten Let's Play. Und wie gesagt, ich möchte arbeiten daran, immer besser zu werden. Ich bedanke mich deswegen jetzt an dieser Stelle fürs Einschalten. Ich weiß, ihr musstet euch gedulden, aber im Part 4 ist es dann endlich soweit. Wir legen los, wir drücken auf Play und lassen die Geschichte sich entfalten. Und ich bin unglaublich gespannt, was hier passiert. Ich hoffe, ihr seid auch schon so tief drin in der Geschichte und habt ja, den Spice gemerkt, der hier vorherrscht und was hier so möglich ist. Also bleibt gespannt, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, liked meine Videos, kommentiert, abonniert vielleicht meinen Kanal, denn wir möchten hier einen wirklich ja, guten Content abliefern und ich möchte euch viel, vieles noch zeigen, ich habe noch vieles im Hinterkopf, was ich eigentlich präsentieren möchte. Also bis zum nächsten Mal, euer Syrakus.